Hanka Rakwitz vor 12 Wochen. Kontrollritual vor der Abfahrt in die Klinik. Seit 27 Jahren leidet sie unter Zwängen. Oben, 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 oben. Ihr Leben ist bestimmt durch die Angst vor Kontamination und durch Waschrituale mit Desinfektionsmitteln. Reichlich, ungerade sechsmal ist die Teufelszahl. Ihre letzte Hoffnung, eine Konfrontationstherapie in der Klinik. Wir haben Hanka Rakwitz nach Prien am Chiemsee begleitet. In der Schönklinik Roseneck soll sie nun die Dinge tun, vor denen sie sich am meisten fürchtet. Prien am nächsten Morgen. Ein idyllisches Bild, für das Hanka Rakwitz in der Klinik noch nichts übrig hatte. Sie musste putzen. Tag 1. Erstes Videotagebuch. Ich habe mein Zimmer geputzt wie eine Wahnsinnige. Also was heißt geputzt? So wie, also versucht, angstfrei zu machen. Ne? So guckt mal, ich habe es heute nämlich geschafft, mir einen Schrank einzuräumen. Aber ich bin ganz stolz, weil ich das geschafft habe. Weil ich nämlich den Schrank selber gemacht habe. Eigentlich hatte ich nämlich vor, nur aus dem Koffer zu leben. Aber nicht alles hat Hanka Rakwitz ausgepackt. Für ihre Unterhosen hat sie eine Hochhygienezone im Bad geschaffen. Guck mal hier, habe ich zack, zack, so mache ich das Licht an. Hier ist der Tisch. Und da habe ich meinen Koffer draufgestellt. In dem Koffer sind nämlich die Schlippis drin. Dann habe ich dort eine Schüssel. Da kann ich mich nämlich morgen früh reinstellen, damit meine Füße den Erdboden nicht berühren. Weil die Toilette ist hier, guckt mal, sehr nah der Dusche. Waschbecken ist für mich immer tabu, weil die Leute reinspucken. Wir lassen Hanka Rakwitz 4 Wochen allein in der Klinik. Dann besuchen wir sie wieder. Ihr Therapieplan startet morgens um 7:50. Zu Hause hat sie immer bis 1 im Bett gelegen. Der Tag ist eng getaktet. Durch die Therapie hat sie schon erste Fortschritte gemacht. So begrüßt sie zum Beispiel ihren Therapeuten. Guten Morgen. Mit Handschlag. Heute hat Hanka Biofeedback. Der Therapeut misst dabei, wie ihr Körper auf Zwangsgedanken reagiert. Dafür bringt er Sensoren an Bauch und Fingern an. Dann bereitet Dr. Michael Metzner eine Achtsamkeitsübung am Boden vor. Lege ich mal hier die Matte aus. Hanka Rakwitz hat zwar schon geübt, auf der Matte am Boden zu sitzen, aber richtig geheuer ist es ihr nicht. Draufsetzen. Sie glaubt immer noch, der Boden könnte verkeimt sein. Ihre Schuhe fasst sie deshalb nicht an, sondern streift sie am Bürostuhl ab. Das Hinsetzen ist umständlich. Ich möchte nicht auf drauf den knien. Sie können gerne auch drauf knien. Ich möchte nicht hier so. Lieber direkt. Ja. Vor dem Kissen fürchtet Hanka sich noch mehr als vor dem Boden. Ich habe vor den Kissen so ein bisschen Respekt. Oder ich mag sie nicht, weil wir da immer in der Gruppe alle drauf sitzen. Und das beinhaltet halt auch, dass die den mittleren Bereich ihrer unteren Körpermitte da sehr nah an dieses Kissen tangieren. Ich habe ja so eh mit so Körperöffnungen, das ist ja eh so mein, da dringt das Unheil ein und da sind die Wege, wo das auch rauskommt. Und da habe ich dann noch Respekt. Dann bemerkt Hanka Rakwitz auch noch einen Fleck an der Wand. Ich scanne ja seit Jahrzehnten alles um mich rum. Fußboden, wenn ich laufe, jeden Schritt. Mein Arm, wo ich den hin tue, jede Armlehne, in der Gaststätte, wo sind Flecken drauf und so weiter und so fort. Das passiert automatisch, wie der Terminator. Ne? Da muss ich halt gucken, ob an der Wand Flecken sind und besonders rot gefärbte Flecken. Also zum Beispiel das hier hätte mich früher davon abgehalten, mich an die Wand zu lehnen. Schließlich lässt Hanka sich trotz des Flecks auf die Übung ein. Sie soll nicht gegen ihre Zwangsgedanken ankämpfen, sondern sie zulassen und abwarten, bis sie weniger werden. Hanka kommt zur Ruhe. Es ist auch immer ein bisschen eine Frage, wie hoch ist der Leidensdruck? Wenn jemand schon genug gelitten hat, die Schnauze voll hat, auf Deutsch gesagt, würde er sich eher darauf einlassen, wie jemand, der vielleicht sich darin irgendwie noch so eingerichtet hat, dass er vielleicht noch nicht genug hat. Und tatsächlich, die Messkurven zeigen, dass Hankas Muskelspannung während der Übung abebbte. Sie hat erste Erfolge. Juhu. Nur 4 Wochen zuvor, zu Hause in Müchelen. Damals war Hanka Rakwitz verzweifelt, glaubte, sie könne einen Klinikaufenthalt niemals durchhalten.
Ich habe nur das Gefühl, dass ich es nicht schaffe. Wie soll ich denn dort zurechtkommen? So im Hotelzimmer ist es ja immer gut. Da bin ich mal nur 2 oder 3 Tage, aber dort muss ich Wochen bleiben. Wo andere Menschen sind und das. Doch diese Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. In ihrem Klinikzimmer kann Hanka Rakwitz sich mit jedem Tag freier bewegen. Also, ich kann jetzt schon. Tada! Hier ist der Lichtschalter. Kann ich schon, guck mal. Ohne Handschuhe. Klack, klack. Klack, klack. Und ich fühle mich nicht schlecht danach. Das ist ja immer das Problem. Türklinke. Hanka fest dran. Ohne Hilfsmittel, ohne Handschuhe. Ich habe jetzt übrigens auch schon meine Schlüpfer außerhalb des Koffers. Das heißt, ich stelle meinen Koffer nicht mehr hoch, sondern die Schlüpfer sind schon im Schrank, wenn auch in Tupperware. Durch diese ganzen Zwangshandlungen, man erniedrigt sich ja auch so furchtbar. Und auch wenn man immer sagt, oh, es geht schon, ich komme schon zurecht, man fühlt sich doch erbärmlich, wenn man so die einfachsten Dinge einfach nicht mehr kann. Ne? Und ich kann sie langsam wieder und das macht mich unwahrscheinlich stolz. Und er hat all das mit Hanka Rakwitz geübt, Dr. Stefan Koch. Ihr Bezugstherapeut. Er macht mit ihr die Expositionen. Für heute hat er sich eine ganz besondere ausgedacht. Hallo. Ich habe nichts bestellt, es tut mir leid. Herr Dr. Koch, hallo. Ach, jetzt hallo. Ja, kommen Sie rein. Mit Schuhen. Wieso mit Schuhen? Naja, war jetzt ja, was wir beim letzten Mal geübt haben. Geht schon? Kann ich schon mit Schuhen reinkommen? Naja, gerne. Aber gerne doch. Okay. Wenn Sie einmal so machen, noch einmal so machen. Einmal so ist gut. Ja, fester. Bitte schön. So geht's. Okay. Fast 5 Wochen ist Hanka Rakwitz nun bereits in Therapie. Und Dr. Koch darf tatsächlich in Straßenschuhen ihr Zimmer betreten. Ein Riesenfortschritt für die Zwangskranke. Aber absichern würde sie sich doch gerne. Und das lockt mich jetzt schon, Sie zu fragen, ob Sie mal die Schuhe umdrehen, ob da Kaugummis sind oder kippen. Okay. Mache ich aber nicht. Ne? Doch es kommt noch eine größere Herausforderung auf Hanka zu. Yes. Kommen Sie mal neben mich. Die Gummistiefel. Hey, jetzt stehe ich mich mit. Na gut. Kommen Sie mal runter. Nee. Reicht ja so. Wenn man... Hanka Rakwitz fasst aus Angst vor Keimen nie ihre Gummistiefel an. Was haben die Schuhe an sich? Die Schuhe, die haben alles Unheil der Welt an sich eigentlich. Da unten drunter ist das alles, da klebt. Nur Pflaster, Zigarettenkippen, Spucke, Kaugummi. Pflaster, Zigarettenkippen, Spucke, Kaugummi. Ja. Wenn man da in Berührung kommt, da können schlimme Dinge passieren. Dann kommt das Unheil zu. In der Konfrontation heute soll sie lernen, diese Angst auszuhalten. Ihre Aufgabe, die Gummistiefel beim Anziehen mit der Hand berühren. Bäh. Na gut, wer weiß, siehst du. Mach das muss doch nicht sein. Okay. Okay. Oh, ist das ekelhaft. Buh. Okay, Moment. Was, ich halte es aber jetzt erstmal aus, ne? Ja. Muss jetzt auch nicht möglichst schnell gehen oder so. Aber die sind halt böse, die Stiefel, ne? Und wenn die mit Haut in Kontakt kommen, dann ist das, die Haut hat ja Poren. Und dann geht das Böse jetzt in mich rein. Ne? Obwohl Hanka Rakwitz von Zwangsgedanken regelrecht überschwemmt wird, macht sie weiter. In der Konfrontation muss sie die Panik nämlich aushalten, bis sie wieder abnimmt. Gut. Wenn Sie mal die Gummistiefel, so wie ich es jetzt, meine Schienbeine anfassen. Ja, würde ich beide Hände opfern. Ne? Richtig, richtig. Dann habe ich ja gar keine Saubere mehr. Und wenn die Panik kommt, dann hacke ich mir beide ab. Dann soll sie die Gummistiefel auch noch ausführlich befühlen. Gut, gut. Stark, na stark. Ja, aber das wird gleich weniger. Und zum allerersten Mal mit den Händen ausziehen. Ja. Das macht aber doch niemand auf dieser Welt. Ich kriege ihn so nicht aus. Ja, dann. Endlich schafft sie es. Gut. Okay. Das Waschbecken, das zieht mich richtig magisch an. Okay. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn die Spannung jetzt so hoch ist, dass wir noch einen Moment weiter üben, so lange, bis es Ihnen auch in dem Moment selber leichter wird. Hm.
Obwohl Hankas Hände jetzt vor Panik zittern, ist es wichtig, dass sie weitermacht, nicht aufgibt. Bei den Konfrontationen gibt es eine Regel: niemals einen Schritt zurück. Was einmal gelernt ist, muss erhalten bleiben. Hanka soll ab jetzt immer ihre Stiefel anfassen. Na gut, meine Stiefelchen. Aber Stiefelchen. Dann sind wir jetzt Freunde, okay? Wichtig dabei ist eben, dass sie auch ein Stück Kontrolle darüber hat, wie viel wir üben, was man sich aussucht zu üben, weil man muss jetzt berücksichtigen, sie hat jetzt 3 Wochen vorher auch schon Vorbereitungszeit gehabt, wo man erstmal diesen Ablauf auch erklärt hat. Letztlich geht es darum, dass der Betroffene selbst sich entscheiden kann, das zu tun. Der nächste Morgen. Hanka Rakwitz hat nach der Exposition gut geschlafen. Sie macht einen Bootsausflug. Kontakt zu Freunden von zu Hause hat sie nicht. Die wollen das auch alle gar nicht hören. Ein paar Freunde haben geschrieben, was ist mit dir los? Ja, Freund, ich habe ja nur wenig. Was ist mit dir los? Du bist ja gar nicht mehr greifbar. Und da habe ich zurückgeschrieben, wo ich bin. Und dann Funkstille. Aber ist auch gut so. Macht nichts. Wenn ich alleine bin, dann ist es auch nicht schlimm. Die Zwänge haben Hanka Rakwitz einsam gemacht. Nun, da sie lernt, die Zwänge zu überwinden, kommen unerwartete Gefühle in ihr auf. Also der allerschlimmste Moment war paradoxerweise zeitgleich der Moment, in dem ich begriffen habe, dass die Zwänge wirklich gehen können, dass ich das verstehe, dass das fruchtet, dass das landet. Da war auf der einen Seite da, juhu, die Freiheit wartet. Das war ein sehr schöner Moment, aber parallel dazu auch der schlimmste Moment. Weil da kam die unendliche Trauer, was habe ich mir angetan. Ja, was habe ich 30 Jahre lang mir angetan. Und die Trauer über die verlorene Zeit. Weil mit der Erkenntnis zu leben, wie viel Zeit du mit dem Scheiß verschwendet hast, das ist schon bitter, echt. Das war schon echt bitter. Das war schon sehr, sehr bitter. Das Ende der Therapie rückt näher. Hanka Rakwitz macht sich nun Gedanken darüber, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Was ist, wenn ich in 3 Wochen zu Hause bin? Ich mache mir Sorgen. Ich will das nicht wieder hergeben, was ich hier erkämpft habe. Genau deshalb gibt es die sogenannte Heimexposition. Für einen Tag ist Hanka Rakwitz mit ihrem Therapeuten zu sich nach Hause gereist, nach Müchlen. Das, was sie in der Klinik gelernt hat, übt sie nun gemeinsam mit Dr. Koch. Wir dürfen erst am Nachmittag hinzukommen. Hanka Rakwitz führt uns stolz vor, wie frei sie sich schon in ihrer Wohnung bewegt. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie sind der erste Mensch, seit ich in der Wohnung bin, der bei mir einen Kaffee aus einer Tasse bekommt, die ich tatsächlich noch weiterverwenden möchte. Bis dato haben nämlich alle nur Pappbecher immer von mir gekriegt. Und Dr. Koch trägt Straßenschuhe in Hankas Wohnung. Jetzt kriege ich allerdings gerade wieder Herzklopfen, wenn ich das. Aber das ist ja ganz normal, ne, dass man Schuhe anhat. Ich habe ja auch welche. Dr. Koch darf schon aus einer deiner Tassen trinken. Ja, und die werde ich auch danach weiter benutzen. Das ist eben Teil der Übung. Das ist was jetzt unter dem Zwang damals noch nicht so möglich gewesen wäre. Hanka Rakwitz Zwangshandlungen sind zwar stark reduziert, aber ganz geheilt ist sie noch nicht. Dieser Kernzwang, diese Grundangst, ich befürchte, die ist zu großen Teilen. Kater Pitti hat für die nächste Exposition gesorgt. Kannst du die Post aufheben, die der Kater runtergeworfen hat? Ja, die kann ich aufheben. Ich kann sie auch schon anfassen. Mit bloßen Händen etwas vom Fußboden aufheben. Wieder ein Therapieerfolg. Aber nicht nochmal. Früher war der Boden so böse für Hanka Rakwitz, dass sie Dinge, die auf dem Boden lagen, nur mit Gummihandschuhen oder mit Hilfsgeräten ergreifen konnte, wie wir vor einem Jahr dokumentiert haben. Wieder zurück in der schönen Klinik Roseneck. Hanka genießt ihr neues, leichtes Lebensgefühl. Ich kann mich ganz anders bewegen und ich fühle mich auch wieder jung. Und es ist jetzt auch bei allen Tests rausgekommen, dass ich alle Chancen noch habe, ein fitter, ausgeglichener Mensch zu werden. Nach knapp 10 Wochen Therapie packt Hanka Rakwitz ihre neuen Freunde die Gummistiefel mit bloßen Händen ein. Kein Problem mehr. Schön.
Im Herbst möchte sie wiederkommen. Mach's gut, Brien. Bis bald. Bis im Herbst. Tschüss.